mit der Zeit verstanden, oder was? Ey, ich hörte ihn und fragte mich nur, what the fuck, was war das? Nur um mich da noch zu fragen, wie viel du Tierstar für diesen Kack bezahlt hast. Junge, der Song hat kein Hitpotenzial. Höchstens diese Chick aus deinem Clip hat Fickpotenzial. Und dann machst du aller Ernsthaft mit dir ein auch Bunny-Hoch-Kleid. Doch dieses ganze Video wirkte gestellt wie so fucking Bollywood-Streifen. Und dann noch Autotune auf einem Battle-Rap-Channel. Ey, damit hast du jegliche Hip-Hop-Ehre verletzt. Ey, was kommt denn als nächstes, hä? Ein A-Cappella-Battle bei DSDS? Letztes Zitat. Digga, Mann, du zitterst. Ich bin unzerfickbar und ich führe diese Stadt jetzt an wie der Hitler. Er will unsere Stadt anführen wie Hitler? Ja, der war geil. Wählt alle die NSDAP, die neue schwule, dämliche Aladdin-Partei. Diese Verlängerung ist geradezu eklig, das ist afrikanischer gegen Asia-Penis. Ah. Und du weißt, wie das ausgeht. Und du weißt, dass Qualität hier draufsteht. Ey, Ding, du bist nicht auf mein Level. Das ist Noah gegen Force 7. Du wirst sehen, dieses Match werde ich für mich drehen. Ich bin ETM und ich flow perfekt. Deine Mutter hat mehr Besucher gehabt als das Oktoberfest. Yo, was ehrlich, Dicker, ich bin also du in Weiß. Ganz ehrlich, ey. Dicker, du laberst dir den Scheiß. Alter, meine Mutter auf dem Oktoberfest, aber deine Oma auf dem Seniorenfest. Wenn ich gleich komme, M-U-R-O in München komme, Mann, das reicht schon. Pass mal auf, ihr seht schon, das ist voll der Punk, Mann. Fitter als ich, dann mach mal das hier im Handstand. Was willst du schon? Ey, guck hier, pass auf, du gehst jetzt gut raus. Ich mach das nicht, denn bei dir sieht das echt schwul aus. Digga, du bist voll Spaß, Digga, geh mal von der Bühne, denn du hast hier grad verkackt. Junge, ich versteh diese Scheiße nicht. Halt die Fresse, Junge, rap mal bitte leise, du Bitch. Ja, man, fuck mal, ich klatsch dich fies. Schrei rum, denn du Hund, du machst mich aggressiv. Damit soll ich nicht so weiter. Denn zu dem Arschloch, wenn ich rappe, gehst du weiter. Deine Attitude ist scheiße, ich find dich gut, Bro. Und ich mache jetzt einfach ne Moonwalk. Halt die Fresse, aggressiv, denn ich rappe. Mädchen! Woher kennen wir Sven? Normalerweise mit der Streberbrille, bisschen muskulöser Lappen, der sich hart sein als Ziel setzt. Junge, du bist 1:1 der Typ aus dem Video von Salat schrumpft der Bizeps. Hey. Es ist lustig, weil es wahr ist. Mir ist auch egal, ob du schon 1000 Mal diesen Witz gehört hast. Aber keine Sorge, ich bin wie R. Kelly. Sobald die Kamera aus ist, scheiß ich auf deinen Kinderkörper.